Das fühlt sich gut an, aber es ist das erwartete Ergebnis, dass Herr Lindner und ich in die Stichwahl kommen. Ich hätte uns beide besser eingeschätzt, weil ich Herrn Stoltenberg ein bisschen schlechter eingeschätzt habe, aber ich finde, er hat einen super Erfolg gewonnen. Für den ersten Wahlgang bin ich damit zufrieden, wenn man bedenkt, dass ein breites Bündnis der Auffassung war, Sie machen das im ersten Wahlgang. Glaube ich, ist deutlich geworden, dass ich mit den Inhalten punkten konnte und im zweiten Wahlgang wird es besser werden. Sehr zufrieden, ein ganz tolles Ergebnis, eine schöne Bestätigung der Kandidatur und es zeigt auch, dass Wechselstimmung in Lübeck ist, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz für den zweiten Platz reicht. Ich bin damit zufrieden. Ich denke, wir haben eine vernünftige Entwicklung hier hingelegt. Es war klar von Anfang an, dass es schwierig ist, als Vertreter einer etwas kleineren Gruppierung in die Stichwahl zu kommen. Sagen wir fast 5%, vollkommen zufrieden. Es sind 3.145 Stimmen ungefähr. Und für ein Budget mit 0,0 ist es gar nicht schlecht, oder? Nicht zufrieden. Ja, meine Erwartung war schon, dass die Lübecker Bevölkerung versteht, dass Unabhängigkeit, die ich in meiner Person eben mitbringe, auch ein hohes Gut ist und dann ein besseres Ergebnis erziele.